Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem plakos.de YouTube-Kanal. Mein Name ist Tom und heute dreht sich alles um die Flussdiagramme und wie man sie ganz einfach an einem Beispiel üben kann. Dazu hat plakos euch eine Website zur Verfügung gestellt, welche ihr unter dem ersten Link in der Videobeschreibung auch finden könnt und selber ausprobieren könnt. Den Test könnt ihr selber machen und so weiter und so fort. Ihr findet das auch, wenn ihr auf flussdiagramme.plakos.de geht. Dort drüber könnt ihr sozusagen den gleichen Test und die gleiche Website, so wie ich sie momentan sehe, auch machen. Und ja, bis dahin, hier ist natürlich wie in so gut wie jeder Seite, wo man irgendetwas üben kann, oben ein Test, den wir dann wahrscheinlich auch nochmal ganz kurz angehen werden. Die Dauer beträgt ungefähr 2 Minuten, also ist wirklich kein großer Test, aber um diese Flussdiagramme nochmal aufzuwerten, nochmal in Erinnerung zu rufen, ist es auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. So, des Weiteren findet ihr hier natürlich wieder sehr, sehr viele Sachen. Kleines Q&A zu häufig gestellten Fragen. Was ist überhaupt ein Flussdiagramm? Warum werden Flussdiagramme verwendet? Und so weiter und so fort. Hier sieht man schon so ein, informatiklastiges Flussdiagramm, auch schon mit den richtigen Begebenheiten von den Formen und so weiter und so fort. Kommt oft im Studium dran, unter Wirtschaftsinformatik, Informatik, Operations Research und so weiter und so fort. Kann man aber auch in der ganz normalen VWL um BWL benutzen, um da irgendwie Zusammenhänge und sowas zu erklären. Also sehr, sehr sinnvoll, lest euch das gern durch. Ganz, ganz spannend. Wir gucken jetzt aber mal auf den Test mit den Aufgaben. Und zwar könnt ihr hier Aufgaben starten klicken. Hat bis jetzt 3 Bewertungen, 5 Sterne, ist auf jeden Fall sehr gut. 14.000 Mal schon aufgerufen worden, also auch schon ziemlich stark. Und ja, fangen wir mal an. Hab mich jetzt natürlich hier absolut nicht reingelesen und das Flussdiagramme-Zeugs ist bei mir auch schon ein Stück weit her, aber wir gucken trotzdem mal. Hände waschen. Welche Tätigkeit steckt hinter dem Buchstaben A? Oh mein Gott. Okay, also, Startende sieht man ja auf jeden Fall. Buchstabe A ist definitiv der allererste. Das bedeutet, man müsste auf jeden Fall irgendwas Sinnvolles machen, ne? So, Hände richtig abwaschen. Noch ein kleines Logo daneben. Hände richtig waschen. Waschen, Hände abtrocknen. Hände einseifen, Seife auf allen Flächen und Zwischenräumen verteilen. Klingt irgendwie ein bisschen verwerflich, oder? Hände anfeuchten und Schaum abspülen. Okay, muss ich aber Hände abtrocknen, um sie danach einzuseifen? Eigentlich nicht, oder? Also, fangen wir mal an mit dem Händewaschen. Hier haben wir die Aufgaben, Hände einseifen. Seife auf allen Flächen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man das zum Anfang machen muss. Hände anfeuchten ist auch eigentlich ein ziemlich guter Anfang, würde ich mal sagen, um Hände zu waschen. Das bedeutet, Leute, das sind natürlich banale Fragen, aber ihr müsst euch trotzdem durchgehen oder durchdenken, wofür das hier steht. Das bedeutet, ihr fangt an, die Hände anzufeuchten. Danach könnt ihr sie einseifen, die Seife gegebenenfalls nochmal verteilen, dann ist hier so eine Frage, so eine Und-Oder-Sache, sind sie denn schon eingeseift? So, und dann so, nein, okay, dann musst du nochmal einseifen und so weiter und so fort. Also das sind solche banalen Sachen, wo man wahrscheinlich diese Flussdiagramme wirklich nochmal versucht oder versuchen kann zu verstehen. Weil hier seht ihr ganz banal eine Schleife und an solche Sachen muss man auf jeden Fall denken, auch von der Gebung her. Hier ist eine Ellipse, ein Kreis, Rechtecke stehen dafür und solche keine Ahnung, was es ist, einfach nur ein Quadrat, was umgedreht ist, das muss man auch sagen, stehen eher so für Entscheidungsfelder, so ja, nein, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da gibt es auch verschiedene Wege und so weiter und so fort, dafür werden die verwendet. Ich hoffe, dass das jetzt in den nächsten Aufgaben vielleicht nochmal besser drankommt, aber hier sieht man es auf jeden Fall schon sehr gut. Also ich würde sagen, man fängt an mit Hände anfeuchten. Ich bin mir sicher, aber es war richtig. Hey, sehr, sehr stark. Leute, ich weiß, wie Händewaschen funktioniert. So, Geld abheben am Automaten. Welche Tätigkeit steckt hinter Buchstabe A? Fangen wir wieder beim ersten Buchstaben an. Natürlich wird nie eine Frage kommen, was hier dazwischen ist, weil da müsste man sehr alles durcheinander durchgehen. Und da ist die... Wobei, eigentlich doch, ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas kommt. Hier ist wahrscheinlich die Entscheidungsfrage, ist Geld vorhanden oder nicht? Wenn ja, dann geht der Vorgang weiter. Wenn nein, dann wird es direkt zum Ende gesprungen. Aus dem einfachen Grund, wenn man kein Geld hat, nicht abheben kann. So, das sind diese Entscheidungsfelder. Wie gesagt, steht ja meistens eine Frage drin. Und, ja, oder Auszahlung erwünscht. Genau das Gleiche. So, und dann ja, nein. Dann habt ihr die Möglichkeiten. Und könnt entweder nach unten springen oder nach oben springen. Oder es kommt ein anderer Reiter, wo ihr mehr machen könnt. So, des Weiteren habt ihr hier natürlich die Frage, wie das mit dem Geld abheben läuft.
Die Möglichkeit bestünde, zu wählen, Betrag eingeben, Auszahlung erwünscht, Karte einstecken, PIN eingeben. Was machen wir denn, Leute? Wir machen natürlich die Karte, die wieder reinstecken. So, und so weiter und so fort. Das sind die Aufgaben. Ich will die euch nicht alle vorenthalten oder nicht alle vorwegnehmen, weil das sind relativ ähnliche Aufgaben immer. Und dann könnt ihr hier richtig, richtig, richtig viel üben. Und es macht wirklich Sinn. Muss ich ganz ehrlich sagen, es macht tatsächlich Sinn. Ihr habt am Ende, wenn ihr die Aufgaben durchgegangen seid, natürlich wieder ein kleines Testergebnis. Könnt schauen, ob ihr unter dem Durchschnitt seid, über dem Durchschnitt und so weiter und so fort. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr es probiert. Lasst einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo auf plakos.de, auf diesem YouTube-Kanal da. Unter dem Video gerne noch eure Kommentare reinschreiben. Wo sind eure Stärken, wo sind eure Schwächen? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst ein Abo da. Tschüss.